ausgebrannt, leer und geplündert. Wir befinden uns hier in der Innenstadt von Beirut, dem ehemaligen Zentrum der Schweiz des Orients. Es ist uns gelungen, in dieses Gebiet vorzudringen, das heute eine Art Niemandsland zwischen den beiden Stadtteilen Ost und West Beirut ist, um die Kriegsszenen unseres Films Die Fälschung nach dem Roman von Nicolas Baum zu drehen. Umständlich hierher zu kommen. Sie haben Glück, heute läuft sogar das Wasser. Massenhafter Tod. Zahlen. Ins Deutsche übersetzte Schreckensgesten. Erzählt wird die Geschichte eines deutschen Journalisten, dargestellt von Bruno Ganz, der 1976 hierher kommt, um über den Bürgerkrieg zu berichten. Statt des erwarteten Todes findet er aber das Leben. Das heißt, er lebt eine kurze, heftige Liebesgeschichte mit einer Frau, die seit 12 Jahren hier ansässig ist. Müsste ich eigentlich fragen, was die Deutschen so machen, aber interessiert mich irgendwie nicht. Vergesse das Deutsche allmählich. Ja, Journalist. Aus oder Westdeutschland? West. Herzlich willkommen im Libanon. Wow, that was a great welcome.